Geht ihr viel in Restaurant auswärts essen? Nein, wir gehen nicht so viel. Nein. Wieso denn nicht? Irgendwie, also zwischendrin mal gemütlich, ist man gleich so Müttertag oder so, aber sonst fast lieber daheim gemütlich essen. Also das heisst, wirklich für einen ganz speziellen Anlass geht man? Ja, ganz sicher. Und sonst lebt? Ja, für einen speziellen Anlass gehe ich gerne. Hat es auch vielleicht finanzielle Gründe, dass man sagt, dass man müssen jetzt schauen oder? Nein, eigentlich das nicht, nein. Liegt es auch daran, dass vielleicht die Restaurants nicht so gut sind? Oder was gibt es vielleicht sonst noch Gründe? Ist man einfach lieber daheim? Also ich hätte jetzt schon gerne ein bisschen mehr Abwechslung hier, so asiatische Küche oder was auch immer. Das macht sicher auch mit dem Grund, weil es nicht so viel Auswahl hat. Also wenn es mehr Auswahl hat, dann ging der Trainer in dem Fall? Ja, habe ich schon das Gefühl, ja. Geht ihr daheim besser kochen als das Restaurant? Oh nein, das glaube ich nicht. Ganz sicher nicht. Das könnte ja auch ein Grund sein, oder? Dass man sagt, ja nein, man ist daheim gerade so gut oder so. Nein, das ganz sicher nicht. Hat das einen Einfluss, weil ihr ja Kinder habt oder so, hat das vielleicht einen Einfluss, dass man sagt? Also jetzt einem Eltern, die schein sind, jetzt nicht mehr. Früher ist das sicher mit einem Einfluss gesehen. Oder ist man eher in ein kinderfreundliches Restaurant einmal gegangen? Restaurantbesuche, ihr selber, seid ihr viel in einem Restaurant anzutreffen, zum auswärts essen? Ja, zum Auswärtsessen eigentlich nicht so viel. Aber ich kann mir einfach am Nachmittag, jetzt, wenn ich pensioniert bin, einfach gerne so unter die Leute. Und, aber Nachtessen oder so, es gibt es wohl so 5-6 Mal im Jahr, dass wir gehen, aber viel mehr sind. Jetzt hat er angesprochen, ihr seid pensioniert. Durch das ging er ein bisschen mehr in das Restaurant. Erst seitdem, dass ihr pensioniert seid oder vor euch schon? Ja, ich bin meistens nur so am Freitag am Abend viel hier in der Büromarkt oder nachher eben anschliessend oder vorher. Und, aber schon mehr am Tag jetzt als am Vorher eigentlich. Wohl vorher, also nach der Gemüseprobe oder so, sind wir schon noch gerne noch jetzt gehen unter die Leute gegangen. Restaurant? Ihr selber, geht ihr viel auswärts essen? Nein, nicht unbedingt. Also wir gehen schon mal. Wir tun da die Leute auch ein bisschen unterstützen, mal, sicher. Das machen wir. Aber wir können natürlich nicht alltag, oder? Das ist schon so. Wenn ihr sagt, unterstützen, dann nur in Fischbertermine selber, nein, also Wohnort nein, oder nein. Überall? Nein, wir können auch, wenn ich jetzt heute oben in Fischb, in Brieg, also hauptsächlich schon auch in Fischberterminen. Und dann wird jeder nachher das Angebot aussuchen, oder wo geht ihr überall, sage ich mal? Nein, je nach Angebot, oder? Wir tun das aussuchen so, ja. Wir wissen es dann, mit der Zeit weiss man es dann auch, wo man hin will und wo man gut bedient wird und freundlich ist und alles, und ja. Also dann wird man vielleicht zum Stammgast einmal? Ja, sicher ja, natürlich. Also ich kenne uns, dass ich nicht jemand, der nur gerade, sagen wir wohl, für spezielle Anlässe geht, sondern einfach auch zwischendurch. Nein, auch zwischendurch. Ja, man muss überall ein bisschen sein. So. Man kann nicht einfach nur, ich bin nur in der Trübe und dann ist fertig. Nein, das machen wir nicht. Habt ihr das Gefühl, das Angebot im Oberwallis von den Restaurants ist so gut? Oder wünscht ihr eben etwas anderes? Doch, wir haben gute Restaurants, ja. Es ist halt einfach das Problem, dass die ein oder andere zugehen. Aber sonst, nein, wir haben gute, also auch Fischbertermine, sogar sehr gute. Oder würdet ihr noch etwas wünschen, etwas fehlt, etwas Spezielles, was fehlt? Ja, einfach, dass man ein bisschen mehr zusammenrutschen würde. Eben, jetzt geht wieder ein Restaurant zu. Und wird natürlich das Problem der Nachfolger. Das ist überall so. Aber es wäre schön, wenn wir jetzt hier, wenn wir könnte wieder alles auftun dann und ein bisschen, wie sagt man, wie ein Tunnel hier. Dass wir hier Restaurant haben und gut Stühle anbieten. Ja. Restaurant, ihr selber, geht ihr viel auswärts gegessen? Nein, nicht sehr viel. Warum? Ich lebe alleinig und dann geht man einfach weniger so ein Restaurant, weil man dort die Gesellschaft nicht so hat und so. Und mir einfach daheim gut gefällt. Und seid ihr ein guter Koch in dem Fall? Gut ist vielleicht übertrieben, aber ich koche nicht schlecht, sagen wir mal so, ja. Jetzt haben wir es vom Auswärtsessen, aber Restaurant hat ja noch eine andere Funktion. Man kann ja etwas reinkommen, Kollegen treffen oder so. Ja. Das macht ihr auch eher? Ja, das mache ich dann schon. Ich gehe jede Woche 2-3 Mal auf Baden. Ein Restaurant Himmel, ich mache jetzt Reklam von dir. Und da gehe ich Kaffee oder ein Apero. Jetzt sagen wir mal ein Grossanlass, ein spezieller Anlass. Ihr lebt zwar ein einzig, aber habt ja gleich im Jahr vielleicht Verwandte oder Familie oder so, ja. Geburtstag oder so. Ja. Ist das ein Thema, dass man da vielleicht eher ins Restaurant geht? Ja, das ganz sicher. Wir haben jedes Jahr einen Grossanlass für unsere Familie oben an der Hellala. Da ist immer das Hugi-Fest und da kommen alle Hugi von unserer Richtung. Da prüfen 2 Tage Fest.
So, wie es geht oben am Wald. Und nachher die anderen paar Tage bleiben noch einige da oben. Ja.